Und damit hallo und herzlich willkommen. Ach, der ist immer noch zu A Plague Tale 2. Irgendwie läuft hier gerade alles mega in Zeitlupe ab. So, also nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu A Plague Tale 2 Requiem. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen? Ich habe gar keine Pfeile mehr. Das ist natürlich toll. Ja, ich hatte in der letzten Folge oder nach der letzten Folge gespeichert. Deswegen mussten wir das ja offenbar nochmal machen. Und da sind wir ja hier mit dem Schiff angekommen. Ich glaube, unsere Mutter und der Kleine, der Hugo, haben sich versteckt. Und ich muss jetzt erstmal, schätze ich mal, den Strand hier säubern. Ich weiß nur gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr. Achso, damit duckt man sich. Okay. Das könnte nämlich recht wichtig sein. Die anderen kriegen wir später. Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Na, wir haben ja nicht so viele Pfeile. Ich würde sagen, den kriegen wir so. Mit der Schleuder. Oh. Den allerdings nicht. Hallo. Typ kriege ich mit der Schleuder hin. Die Frage ist jetzt nur. Ach, da kommt schon wieder einer. Den kriege ich nicht mit der Schleuder hin. Ich schlitz dich auf. Ich stopf dir dein Maul mit deinen Eingeweiden. Los! Ihr werdet doch mit einem Mädchen fertig. Ja, kommt. Ihr könnt was erleben. Okay, da ist noch einer. Ich krieg dich, Süße. Nicht nachlassen. Muss ihn erledigen. Hallo. Wer war das denn? Der zweite? Ernsthaft? Hä? Hat man da noch nicht mal kurz Zeit? Sie kommen in Deckung schnell. Was ist denn das für ein Scheiß? Hat man da noch nicht mal kurz Zeit hier, Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Okay, also das ist wirklich Mist. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ein paar müssten wir wahrscheinlich mit der Schleuder machen. Für wen hältst du dich? Ich schlitz dich auf. Ich stopf dir dein Maul mit deinen Eingeweiden. Das ist natürlich blöd, wenn jetzt beide. Hey, wieso nimmt die jetzt nicht mehr? Hallo, du sollst auf den zielen. Hallo? Jetzt zielt die nicht mehr, oder was? Wieso nimmt die jetzt? Jetzt nimmt sie den Pfeil. Nicht nachlassen, muss ihn erledigen. Aber ich habe nur einen Pfeil. Also das ist jetzt gerade richtig, richtig Mist. Eins, zwei. Ich töte sie alle, Arno! Ich bringe es zu Ende!
Okay, jetzt habe ich nur noch die Steinschleuder. Das ist richtig, richtig Mist. Vor allen Dingen, warum hat man hier keine Munition? Was ist das für ein Mist? Ist auch nichts, wo ich noch Pfeile herkriege, ne? Boah, ist das scheiße, ganz ehrlich. Das waren alle. So, ja, das Boot. Ich muss die Seile kappen. Die Seile kappen. Bist du dir auch sicher, dass das alle waren? Weil das ist ja richtig, richtig scheiße irgendwie gelaufen eben. Beim ersten Mal. Und Pfeile kriege ich jetzt auch keine zurück. Das ist halt richtig Mist. Kann ich hier auch rüber? Hallo? Gib mir den Pfeil. Sonst war ja keiner mehr, ne? Okay, sie muss die Seile kappen. Welche Seile? Seile kappen. Welche Seile? Ach, die! Das heißt, wir müssen da hoch oder können wir das von hier unten aus machen? Anscheinend nicht. Also müssen wir nach oben links, ja? Kommen doch unter Garantie wieder welche. Ich bin mir nicht sicher. Nicht so schnell. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Erstmal weglaufen. Nein, nein. Lauf. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich weiß, ich weiß. Lauf! Du wolltest doch, dass ich komme. Nein! Häng ihn erst ab, dann schau dich an. So unvorbereitet. Warum ist die blöde Kuh jetzt nicht nach oben gelaufen? Oh Gott, wieso ist der so schnell? Ey, Alter. Ja, können wir das irgendwie überspringen? Ja, nerv nicht. Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Also, ah, gleich Y. Lauf, das Boot. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen. Schau dich an. Dann nach oben. Oh. Du bist gut im Töten. Das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Ah? Nein. Doch, nein, doch. Nein. Alles gut. Nicht anhalten. Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik. Ja, keine Panik. Lauf einfach. Los. Hast du genug Platz? Hör auf zu zittern. Lass dich nicht erwischen. Deswegen oh, lauf. Ich muss zurück. Ich kann es schaffen. Das Boot. Ja. Na, bitte. Nein, nein. Fahr zur Hölle. Genau, fahr zur Hölle. Lass los? Mich in Ruhe. Ich dachte, du wolltest sterben. Ah. Ja, geh nur ein bisschen langsamer runter. Versteck dich. Das passt zu dir. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit. Erstmal atme. Willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein, Dreckskerl. Genau, Dreckskerl. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, also wir haben nur noch einen Schuss. Frage ist, kommt jetzt hier jemand raus? Machen wir es kurz, Mädchen. Ich tu dir nicht weh. Ach, da ist er. Oh nein, da muss ich die Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt. Halt ihn auf und dann nimm was jetzt. Ja.
ist tot. Du auch. So, okay, Moment. Es wäre vielleicht besser, wenn ich darüber gehe, oder? Hoffe ich. Oh, ich kann nichts davon nehmen. Das ist nicht gut. Ich bin leicht angespannt. Es tut mir leid, deswegen rede ich jetzt gerade so wenig. Oh, nein, lauf, lauf, lauf! Du sollst laufen, du blöde Kuh! Lauf! Och ja, genau, lass dich doch von jedem erstmal schlagen, bevor du irgendwas machst. Sie hat recht, du musst laufen! Was machst du denn jetzt? Welche Richtung? Achso. Zu weit weg. Nein, rühr sie nicht an, sonst... Hugo, Lukas, schneller! Schnappt sie! Oh, nicht wieder dieser... Kein Schritt weiter! Oh, genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Amicia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Ah, Hugo! Na, sieh mal an. Verstärkung. Hugo! Ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Sie rettet ihren Bruder. Wie wäre es, wenn wir in See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja.
Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Ja, und ich freue mich jetzt ein bisschen, dass wir wieder mit ihm unterwegs sind, weil meistens heißt das ja, dass wir wieder mehr schleichen dürfen und wieder mehr unseren Trips anstrengen. Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Yuko. Wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Ah. Oh, hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Ja, das... das sah jetzt nicht gut aus, aber ich wollte eigentlich sagen, das hört sich nicht gut an nicht mit ihrer lustig. Wunde. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Irgendwas Kaputtes, ja? Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Und ich dachte wenigstens ein Indianer. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Ich weiß nicht, ob ich da hinten hin möchte. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Ach so, der ist im Holzhacken. Ich dachte, da bringt jemand jemanden um. Also ich schätze, dass die dann doch nett sind. Okay, ich dachte jetzt, es wären Soldaten zuerst. Bis das Guten mit dem Gesang Tag. Kam. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr, wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Okay, bei den Ruinen. Wo sind denn die Ruinen? Ich sehe hier nur Zelte und Fetzen. Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Achtung, Kinder! Die armen Tiere. Nicht so schnell! Da sind sie am Beten. Betet doch für mich, dass ich ein paar Pfeile bekomme. Ja, sie sind unerschütterlich. Lächeln! Ganz. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht. Ach, da sind die Ruinen. Dort werden Abertausende Menschen sein. Geh weg, Huhn. Ich weiß nicht, ob ich das zuletzt erwähnt hatte, als ich das vermeintlich sprechende Huhn gesehen hatte. Hallo.
Aber ich mag keine Hühner. Ich habe schlechte Erfahrungen mit ihnen. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, okay. Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallöchen. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Oh je. Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Genau, wir gehen mal ganz unauffällig weg. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Genau. Folgt mir. Und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Natürlich. Aus dem Weg. Zelte räumen. Sie suchen nach jemandem. Kooperiert. Und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Oh, ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab langsam nur mein Leben und sein Leben geschützt. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm. Amicia, ich weiß. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Weg? Der Weg ist frei. Kommt, ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Danke, danke. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun Ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Das meinen jetzt mit anderer Seite hier, oder? Das sieht gut aus. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Nein, so kann ich hier nirgendwo rein. Oh. Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Ich hätte vielleicht doch laufen sollen. Richtig! Hier! Rühr mich nicht an! Oh nein! Hugo! Amicia! Mein Stern. Kopf! Wir müssen weg! Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Lauf bloß nicht. Hinterher! Amicia! Tötet sie sofort! Ja, geht einfach weg. Ganz gechillt. Ja. Oh, wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch.
Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Wo sind sie? Gehen wir rein. Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Okay, doch nicht. Ja, lauf, lauf, komm. Bin mir nämlich nicht sicher, wo ich überhaupt hin muss. Amicia, dein Kopf. Ich weiß, aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Eine Sache. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Halte nach unten gedrückt. Ah! Ich sehe sie. Sie sind hier. Jetzt muss ich auch mal gucken. Ich hab noch die Schnur. Moment, wie... Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Oh, lauf, lauf, lauf. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest mehr Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Oh, nicht nach hier kommen. Was bist du denn für ein Idiot? Geh in die andere Richtung. Muss da durch. Oh. Nein, hier ist niemand. Nee, da war wohl nix. Nee. Falsche Seite? Ich dachte, der kommt hier rüber. Ha? Sie geht hier lang, ganz sicher. Bleib weg. Höher, ergreift sie! Ja, genau. Ey, das ist so ätzend, dass du nie irgendwas machen kannst. Ja, toller Konter. Super. Och, das ist so zum Kotzen. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Aber die sind jetzt wenigstens Söldnerin nicht hinter uns her, oder? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Nee, der sieht mich ja da hinten. Boah. Kann er sich mal umdrehen? Ja, hau ab, Junge. Dreh dich doch einfach mal um. Oder bist du zu dumm dazu? Ich meine, wie soll ich denn nach da vorne schleichen, wenn der die ganze Zeit hier in die Richtung glotzt? Ach, jetzt kommt natürlich noch einer dazwischen. Bin ich... Ja, ich bin mit der Schleuder ausge... Kann ich eigentlich... Nee, ich kann keine Pfeile machen, oder? Nee, kann ich nicht. Das ist natürlich ein Riesenmist. Sieht der mich überhaupt, wenn ich hier vorne rumlaufe? Das Problem ist ja, der guckt genau in meine Richtung. Deswegen denke ich, dass er mich sieht. Wieso kann der das eigentlich nicht... Ah, jetzt macht das mal richtig. Steht der hinten natürlich ganz blöd. Ach so. Ich hoffe, der hinten kommt jetzt nicht.
Ja, komm, geh jetzt mal in eine andere Richtung. Geh doch einfach mal weiter. Der sieht mich aber, wenn ich hier weiter weggehe, oder? Dahinter ist einer. Der hat mich gesehen. Lauf, 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 lauf. Das kam von da drüben. Nein, kam's nicht. Ihr seid Arschlöcher. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Kann man das auch im Liegen machen? Nee, schade. Kann ich mich hier drehen? Auch nicht. Das heißt, ich muss erstmal da hinten raus. Du siehst mich nicht. Ich sehe dir direkt ins Gesicht, aber du siehst mich nicht. Jetzt kommt der wieder zurück, oder was? Oh, wie ich das hasse. Ich muss aber auf jeden Fall hinten durch die Klappe durch. So viel ist klar. Das Problem ist, dass dieser Vollidiot hier die ganze Zeit stehen bleibt. Und der läuft jetzt hier natürlich mitten im Weg rum. Ja, geh woanders hin. Das kann ich ihn natürlich nicht sehen. Problem ist halt dieser Idiot hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich... Achso, ich hatte ja keinen Schleichangriff. der steht natürlich im absolut dämlichsten... in der absolut dämlichsten Position, die man sich jetzt denken kann hierfür. Wo ist der andere? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jetzt bin ich hier. Ganz blöd gelaufen, glaube ich. Scheiße. Ganz, ganz schlecht. Was ist los? Hey. Er ist tot. Ich finde den verdammten Schuldigen. Muss ich durch, ne? Oh, weiter, 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 komm. Eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Ja, geh durch. Ja, mach bloß keine Geräusche. Fällt niemanden auf. Oh, nicht jetzt. Amicia. Oh, lass mich. Atmen. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Ja, da das allerdings wieder ein etwas größerer Arena ist und ich denke, dass da jetzt ganz viele Wachen kommen, da hinten kommt schon die erste, ich gehe mal schnell hier rein, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, nachdem ich dann endlich mal hier an den Wachen vorbei bin. Und ja, sehen das nächste dann, den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.